Hallo wieder bei Michael vom Bau und zur nächsten Folge von Wir bauen diese Brücke. Ja, das sollte mittlerweile der vierte Teil davon sein. Wir sind noch lange nicht fertig. So, jetzt brauchen wir die Betonpumpe. Die muss jetzt erstmal auf die andere Flussseite. So. Wie alles sagt man, aber da müssen wir bestimmt gleich wieder zurückfahren. Ich hätte den Betonmischer, glaube ich, gar nicht dahin bringen müssen, sondern einfach die Betonpumpe. Naja. Ah! Ja, da fährt er uns rein hier und wir fahren bei das Häuschen ja um. Aber das ist ja wenigstens stabil gebaut. Da wurde bestimmt auch von uns gebaut. Also von unserer Firma. Denn nur wir bauen so stabil. So. Einmal hier drum geslidet, eine Abkürzung genommen. Und da haben wir die Baustelle da schon. Und wir stellen uns so, weil ich glaube, so stehen wir toll. Na, unser Partner müsste ja auch hoffentlich bald fertig sein. Nämlich, wir brauchen so langsam wirklich das Geld. Was macht er denn? Wie weit ist er denn? Aufträge. Lieferaufträge. 97%. So, so. Hoffentlich wird er noch fertig. Bevor uns der nächste Monat hier wieder Geld kostet. Au. Irgendwie haben wir uns hier verkantet. Das resetten wir mal erstmal. Erstmal das Teil hier. So, da gehen wir mal ganz schnell mal zum Autohändler. Steigen hier aus. Fahrzeughändler Stadt. Ja. Gehen schnell dahin und Raupenkran, das ist das Teil, was wir hier brauchen. 800.000 kostet. So. Hier kommen wir wieder zurück in die Betonpumpe. So. So.
fahren wir mal das Ding hier schon mal raus, den Rüssel. Und hoffen, dass... Jo, da passt so. So, das nächste Teilchen hier. So. Na, das dauert immer, bis es ankommt. So. Zum nächsten Teilchen hier. So. Ich glaube, wir müssen gleich den ganzen Kram hier gleich, also mit Kram meine ich jetzt auch den, den Mischer nach drüben wieder transportieren. Ich glaube, der nächste Bauabschnitt ist nur noch ganz drüben. Hä? Hä? Warum ist hier noch nichts? Okay, jetzt müssen wir, können wir hier noch ein bisschen bauen. Noch ein bisschen Beton gießen. Nehme ich die Fahrbahndecke hier. Mit den Bewährungseisen, die hier automatisch drin sind. Und wir haben kein Dings mehr. So. Und unser Auftrag, der ist ja auch fertig, also wollen wir den mal weitermachen lassen. So, unsere Geldsorgen sind jetzt erstmal weg. So. Jetzt muss ich erstmal mir die Stützbalken Stützfüße ein- ausfahren lassen. So, mal vorwärts. Okay, dann müssen wir den doch die Füße wieder einfahren. Das hier ein bisschen einfahren. Und
Und wieder. Die Fußstützen. Und abkuppeln. So, jetzt muss ich rückwärts an die Maschine da. Hä? Ach, da fahren wir total daneben. Ne. Ah, so. So, jetzt da hinten. Bist du voll? Pumpe? Nein, noch nicht. Also lassen wir noch. Noch ein bisschen. Noch 1% Erfüllung. So ist aus. 100%. Also los zum Weiterspritzen. Jo, bauen wir hier durch den Bauzaun durch. So. So. Wie schön sich das entblättert hier. So, gehen wir. So.
eine Baustelle schließen. Also 62% haben wir von diesen Teilchen hier. Und ja, wir haben wieder kein Krieg mehr. Also wieder resetten. Jetzt ist der Anhänger hier im Weg, den wir wirklich nicht brauchen hier. So, zwei Drittel sind wir ab mit dem fertig. So. Stehen wir gut. Nein, noch nicht perfekt. Ach, bin ich aber froh, dass unser Problem mit der das Problem mit meinen Abstürzen wirklich nur das Netzteil war und jetzt überhaupt keine Probleme mehr macht. Ja. Das ist jetzt die dritte Folge, die ich also heute aufnehme und bis jetzt noch kein Problem. Die ganze Weihnachtsfeiertage, wo ich hier aufnehmen wollte, konnte ich nichts aufnehmen und jetzt beginnt wieder die Zeit, wo ich wieder weniger Zeit habe. Naja. So, stehe ich wenigstens halbwegs gut. Ja, sollte reichen. Ah, falsche Seite. So, bisschen. Ja. Ein Plätschern beenden, wir verschwenden Beton, aber wir haben noch 94% Beton, das langt ja locker. Gießen wir mal von hier. Da kommen wir ja noch an ganz andere Bereiche. So. So. Hier sind wir mal diesen Bereich hier.
sollte das ja auch schon bald fertig sein. So, wie viel Prozent haben wir jetzt dann da fertig? Aufträge, diese Aufträge, neue Brücke. Ah, 3%, wie ärgerlich. Noch einmal rückwärts fahren. So. Aussteigen. Und da kann ja schon wieder ausgemacht werden. Ach, ja. Ich glaube, wirklich verschwenden tun wir nichts. So, schade, dass da kein Beton See entsteht, wenn man da zu viel macht. So, jetzt sag mal hier die Dinger rausfahren. So. So, jetzt bin ich da hinten im Bereich da. Ich glaube, wir haben uns verhakt. Ich sollte nicht zu viel auf einmal machen. So, ich kann nicht mal A drücken, so langsam. So, gucken wir mal, ob wir nach da hin kommen. Apartment House ist fertig. Der Abschnitt. Da haben wir ja kaum was. Ach, mach die Baustelle frei. Machen wir doch gerne. Also was da, die kleine Ecke da, aktive Aufträge, Apartment-Dings, nächsten Abschnitt, danke. So, da jetzt, hier fahren wir mal die Pumpe zum Dings, zur anderen Seite. So, mal gucken, wie lange wir noch brauchen für den Abschnitt. D
Den Abschnitt will ich heute noch. Also, ja, den nehmen wir noch auf, diesen Abschnitt. Auch wenn der jetzt noch mal eine halbe Stunde dauern sollte. Glaube ich nicht, aber so 10 Minuten für die Stunde braucht er bestimmt noch. Besonders wenn wir immer hin und her fahren müssen für zum Aufladen. Und dann sehen wir das nächste Mal praktisch schon, wie unser neues Glanzstück in der Firma diesen komischen Raupenkran vollständig ausgefahren. Naja, will ich nicht sagen. Ist ein bisschen humpelig, aber was soll's. So, jetzt zieht auch die Fahrbahn Gießen für diesen Brücken Bock, glaube ich, heißt das. Wenn nicht, dann habe ich, dann stimmt's halt nicht. Ist schon ein geiles Teil, die Pumpe. Finde ich zumindest. Aber leider schwer zu beherrschen. Hoffentlich ist die Umweltbelastung für den Lust nicht zu stark durch die Baustelle. So, und da haben wir schon fertig. Wie ihr seht, verteilt sich ganz langsam noch der Beton. Aber so, ist er jetzt resettet, passt so. Und wir müssen ihn nochmal zum Schwerlastdings da, Bumser. Ups, da haben's gerumst. Wie viel Prozent haben wir denn mit den bisschen da gegossen? 11%, ui, das ist ja nicht so viel. Ach, fahren wir hier außen um den Anhänger rum, statt da ewig rum zu versuchen. Und da fahren wir uns in den Anhänger rein. Entschuldigung für den Schluck auf. 92%, also viel reinpassen tut in den Teil, diesen Teil hier schon. Aber ist nicht sehr mobil. Finde ich. Mal gucken, ob welche Fahrzeug wir da. Wir benutzen. Fürs Beton holen demnächst. Wenn wir dann diesen kleinen Betonteil hier da. Dieses kleine Beton-Dings da wieder haben. Den kleinen Beton-Mischer, genau. Mischer ist das richtige Wort. Die Michael vom Bau, ne? So. So einmal eine gekonnte Wende. So, wie stehen wir denn? Ja.
Bisschen anders könnten wir doch mal stehen, ne? Ups. Jo, klar, der Mini-Handmischer hier, da hält den ganzen LKW auf. Jo. Voll realistisch. Naja. Ist ja ein Bausimulator. Naja. Simulatoren sollten doch ein bisschen realistisch sein, aber naja. Aber super realistisch, naja, gut. Bisschen an der Physik hätten die hier was bauen können. Aber ist ja auch nicht mal das neueste Spiel. So. Da packen wir mal so. Das gefällt mir, wie wir da stehen. So. Jo, so passt das. Rein in die Klappe, warum die nicht mal auf ist, keine Ahnung. Aber einmal hier reinkippen, ich glaube, das sollte auch reichen. Oder? Jo, das hat gereicht. So, Stützen raus. Naja, zum Auftanken stehen wir hier ja relativ gut. So, der Teil des Auftrages ist auch schon erledigt. Vom zweiten Aufträge, aktive Aufträge, Apartment House. Also, wir sind voll im Rennen finanziell. Überhaupt keine großen Probleme. Oh. Naja, bis nach ganz hinten komme ich wohl nicht. Naja, gut. Müssen wir da mal woanders dann uns hinstellen?
So, setzen. Wie viel Prozent haben wir denn jetzt fertig? Aufträge, liebe Aufträge, Brücke. 46. Oh, naja. Müssen wir wohl noch zweimal aufladen. War das genug? Nee. Das war noch nicht genug. So, das sollte aber genug gewesen sein. Jo. So. Ich glaube, die Ausgabe wird schon ein bisschen lang. Na gut, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.